Einen weiteren wichtigen Begriff wollen wir einführen, nämlich den des Homogenitätsgrades bzw. den Begriff der homogenen Produktionsfunktion. Eine Produktionsfunktion ist dann homogen vom Grade H, wenn Folgendes gilt. Wenn wir alle Faktormengen, ganz wichtig, alle Faktormengen um unseren Proportionalitätsfaktor μ steigen lassen und sich die Ausbringungsmenge um das μ hoch h-fache erhöht, dann sprechen wir von einer homogenen Produktionsfunktion und h ist dann nichts anderes als der sogenannte Homogenitätsgrad. Mathematisch können wir das auch formulieren. μ hoch h mal q in Abhängigkeit von L und C ist gleich q in Abhängigkeit von μ mal L bzw. μ mal C. Wir haben also unsere beiden Produktionsfaktormengen mit μ erhöht und wenn sich dann unsere Produktmenge, unsere Ausbringungsmenge um das μ hoch h-fache erhöht, dann haben wir es mit einer homogenen Produktionsfunktion zu tun. Ganz, ganz wichtig, nicht jede Funktion ist homogen. Also hat auch nicht jede Funktion einen Homogenitätsgrad. Wie wir diesen Homogenitätsgrad konkret berechnen können, schauen wir uns sogleich anhand eines Beispieles an. Q ist hier 0,5 mal große eckige Klammer 1/100 mal Klammer L hoch 5 Drittel plus C hoch 5 Drittel und das Ganze dann noch hoch 12. Nun können wir ganz mechanisch vorangehen. Dort, wo wir L bzw. C stehen haben, schreiben wir nun μ mal L bzw. μ mal C. Und das Ganze setzen wir natürlich in Klammern. Und vor allem benötigen Sie nun eines, die Potenzgesetze. Das ist nun ganz besonders wichtig. μ mal L hoch 5 Drittel ist nichts anderes als μ hoch 5 Drittel mal L hoch 5 Drittel, ganz analog bei μ mal C hoch 5 Drittel. Und nun können wir μ hoch 5 Drittel unmittelbar in unserer runden Klammer ausklammern. Und wir erhalten dann μ hoch 5 Drittel mal in Klammer L hoch 5 Drittel plus C hoch 5 Drittel. Insgesamt also 0,5 mal große eckige Klammer 1/100 mal Klammer μ hoch 5 Drittel, hier gelb hinterlegt, mal Klammer L hoch 5 Drittel plus C hoch 5 Drittel und das Ganze noch hoch 12. Wir können nun etwas umstellen. Sie sehen, dass in der eckigen Klammer alles mit mal verbunden ist, wenn wir einmal L hoch 5 Drittel plus C hoch 5 Drittel in der letzten Klammer außen vor lassen. Wir können also nun 1/100 hinter μ hoch 5 Drittel schreiben und wir haben das auch hier schon blau hinterlegt. Sie sehen das. Nun können wir wieder mit einem Potenzgesetz arbeiten, indem wir die eckige Klammer aufspalten, indem wir den gelben Ausdruck und den blauen Ausdruck isolieren. Also wir schreiben dann 0,5 mal eckige Klammer μ hoch 5 Drittel hoch 12 mal eckige Klammer 1/100 mal L hoch 5 Drittel plus C hoch 5 Drittel und das Ganze auch hoch 12. Ja, Sie sehen es eigentlich schon. Hier steht wieder unsere ursprüngliche Produktionsfunktion, wenn ich die 0,5 noch ein bisschen weiter nach hinten verschiebe. Und alles, was wir noch hier stehen haben, ist μ hoch 5 Drittel hoch 12. Und das entspricht gerade μ hoch 12 mal 5 Drittel und insgesamt dann natürlich mal q. 12 mal 5 durch 3 ist 20. Also haben wir die Situation, dass wir μ hoch 20 mal q hier stehen haben. Mit anderen Worten, unser Homogenitätsgrad H ist